Hier möchte ich eine Software zur sogenannten Videoanalyse vorstellen. Was Videoanalyse ist, zeige ich am besten, während ich das Programm vorstelle. Das finden wir auf meiner Internetseite tagas-edu.de unter Werkzeuge, Physik und dann gibt es hier Videoanalyse. So, wir sehen hier erstmal einen Ladebutton. Hier ein Button, wo wir eine Datei hochladen können. Auf dem Smartphone hätten wir da auch direkt die Möglichkeit, eine Aufnahme zu starten. Hier eine Textfläche mit einem Dreieck und T. Gelesen wird das Delta T, also das Dreieck ist ein griechischer Buchstabe namens Delta, also sowas wie ein D. Und das steht für Differenz. Und hier diese 0,5 Sekunden bedeutet, dass wenn wir jetzt eine Videodatei hochladen, wird diese also alle 0,5 Sekunden wird sozusagen ein Foto von der Aufnahme gemacht. Gut, dann laden wir erstmal eine Datei hoch. Okay, die Datei wurde hochgeladen. Wir können uns diese Datei einmal anschauen. Wir haben ein blaues Auto und ein rotes Auto. Das blaue Auto wird sich gleich hier hin und her bewegen und das rote Auto wird hier so eine Kurve fahren und sich dann wieder hin und her bewegen. Und mit Hilfe dieser Software wird uns möglich sein, die Positionen von diesen Autos in Koordinaten zu übersetzen und diesen Koordinaten auch bestimmte Zeiten zuzuordnen. So, damit es überhaupt möglich ist, müssen wir hier auf Laden klicken. Ich werde es in dem Video dann vorspulen. Das Laden dauert ja eigentlich etwas länger als die Echtzeit. Also das Laden von einem 16 Sekunden langen Video wird wahrscheinlich um eine halbe Minute dauern. So, laden wir das Video. Okay, das Video wurde geladen und in eine Abfolge von Bildern übersetzt. Und wir sehen hier T gleich 0 Sekunden. Und die Buttons zurück und vor. Mit vor können wir in der Zeit uns vorwärts bewegen und mit zurück in der Zeit. Der Button Bild rotieren ist dafür da. Manchmal ist es so, dass wenn man ein Video mit einem Handy aufnimmt und es hier hochlädt, steht es sozusagen auf dem Kopf. Und mit Bild rotieren kann man das Bild um 180 Grad drehen. So, was Objekt hinzufügen ist, dazu komme ich gleich. Wir kümmern wir uns erstmal um das erste Objekt. Ich drehe das Bild wieder in die ursprüngliche Richtung. So, hier ist eine Schaltfläche namens Objekt 1. Das bedeutet, wenn wir jetzt, dass wir jetzt das erste Objekt verfolgen wollen und wenn ich auf das Bild klicke, wird dort ein Punkt erzeugt und dessen Koordinaten werden gespeichert und wir werden auch direkt vorwärts in der Zeit gehen. Ich möchte das blaue Auto verfolgen und werde ungefähr, ich brauche einen Punkt, den man gut verfolgen kann und entscheide mich hier, da wo die Windschutzscheibe in Dach übergeht und hier diese Dachkante. Da möchte ich hier diesen Punkt, diese Ecke haben. Das ist etwas, was man gut verfolgen kann. Also das werde ich auch gleich vorspulen. Also ein Punkt wurde erzeugt, der zweite und so weiter. Okay, die Punkte wurden jetzt erstellt und wenn wir jetzt wenn wir uns jetzt zurück in der Zeit bewegen, sehen wir, dass wir das Objekt gut verfolgt haben. Wenn wir mit einer Position nicht ganz zufrieden sind, können wir den Punkt
bisschen verschieben, das ist an dieser Stelle gar kein Problem. So, wenn wir jetzt Koordinaten von diesen Punkten haben wollen, brauchen wir ein Koordinatensystem. Und dazu klicken wir hier auf die Schaltfläche mit dem Objekt 1 und wählen Koordinatenachsen. Nun werden die Koordinatenachsen sichtbar. Das hier die waagerechte, das ist die X-Koordinate, die senkrechte Achse, die vertikale Achse ist die Y-Koordinate, so wie wir das aus dem Mathematikunterricht kennen. Und da, wo sie sich kreuzen, ist der Koordinatenursprung 0, 0. So, dann verschieben wir das Koordinatensystem vielleicht hier in die linke untere Ecke. Auf diesen Koordinatenachsen haben wir keine Einheiten. Wir müssen diesem Programm auch sagen, oder wir sollten dem Programm sagen, wie sind die Abstände eigentlich in dem Video. Und wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass von da nach da, dass es 2 Meter sind und dann wären das blaue und das rote Auto einfach Spielzeugautos. Um jetzt das einzustellen, klicken wir hier auf die Schaltfläche und wählen Kalibrierung. So, und jetzt haben wir einen Strich. Von dem Strich können wir die Endpunkte bewegen. Also wir haben jetzt gesagt, die Breite von dem Bild sollen 2 Meter sein. Also ziehe ich einen Strich, dass wir jetzt ungefähr die Breite des Bildes bekommen. Und Kalibrierungsbandlänge sagt uns jetzt, okay, dieser Strich im Video entspricht bestimmten Einheiten und ich möchte, dass das 2 Einheiten sind. So, jetzt wechsle ich wieder zu Objekt 1 und wenn man auf Exportieren als Tabelle klickt, bekommen wir eine Liste von den Koordinaten und die zugehörigen Zeiten. So, als Tabelle exportieren, dann sehen wir hier Objekt 1 und die Koordinaten x und y. Wenn man sich das genauer anschaut, die y-Koordinaten ändern sich kaum. Die x-Koordinate, wir fangen fast bei 0, 0 an, ja, das ist ja hier, und gehen relativ weit weg nach rechts, also ungefähr bei 1, vielleicht 1, ja, keine Ahnung, 8 vielleicht, ne, wie die längste Ausrichtung ist hier bei 1,414. Genau, also im Wesentlichen verändern sich nur die x-Koordinaten. So, wenn wir jetzt gleichzeitig noch das rote Auto verfolgen wollen, klicken wir hier auf Objekt hinzufügen. Wir werden dann automatisch zu der Zeit 0 Sekunden bewegt und jetzt können wir das rote Auto verfolgen. Und auch hier spüre ich vor. So, schauen wir uns an, ob alle Punkte vernünftig liegen. Das könnte man auch hier verschieben. So, bei dem Rest gehe ich davon aus, dass es so stimmt. Und wenn wir jetzt auf Tabelle exportieren klicken, wird sie unten erscheinen, weil es rechts keinen Platz mehr gibt. Und wir haben jetzt 2 Objekte, die X- und Y-Koordinaten von Objekt 1 und die X- und Y-Koordinaten von Objekt 2. Und wir sehen, dass sich die Y-Koordinate von dem roten Auto wesentlich stärker ändert. Es liegt daran, dass wir uns von da nach da oben bewegt haben. Um zu verstehen, wie sich jetzt das Koordinatensystem auf die Koordinaten auswirkt. Also in Physik würden wir auch oft vom Bezugssystem sprechen. Können wir auch das Koordinatensystem wieder mal verschieben. Und wenn wir den Koordinatenursprung hier in die obere rechte Ecke verschieben, müssten alle x-Koordinaten einen negativen Wert haben, weil wir uns links von dem Koordinatenursprung befinden
Und alle y-Koordinaten müssten ebenfalls negativ sein, weil wir uns unterhalb des Koordinatenursprungs befinden. Wenn wir jetzt die Daten als Tabelle exportieren, sehen wir, das ist tatsächlich der Fall. Und wenn wir jetzt sagen, das sind jetzt nicht 2 Meter, sondern 1 Meter, dann sollten diese Koordinaten betragsmäßig größer werden. Also diese Werte müssen sich eigentlich verdoppeln. Also aus 1,776 werden dann 3,5 oder so. Also gehen wir auf 1 und exportieren die Tabelle nochmal. Tja, Denkfehler natürlich. Wenn das 1 Meter ist, werden die Werte natürlich halbiert. Damit ich die 3,5 habe, musste die Länge natürlich 4 sein. Sorry. So, jetzt wollen wir die Daten nicht als Tabelle haben, sondern als Graph. Da müssen wir aufpassen. Wir können den Graphen nur für ein Objekt erstellen und das Objekt muss auch dann markiert werden. Also wir wechseln hier zum Objekt 1 und können den Graphen zeichnen. Und da gibt es drei verschiedene Modi. TTX bedeutet, wir tragen auf die waagerechte Achse die Zeiten, also sozusagen diese Spalte der Tabelle, die T-Spalte, und auf die vertikale Achse die X-Werte, also wie weit wir uns links bzw. rechts befinden. Wenn wir jetzt auf Graph zeichnen klicken, sehen wir, mit der Zeit entfernen wir uns immer weiter nach rechts, dann fahren wir zurück, dann wieder weiter nach rechts, wieder zurück und so weiter. Das war jetzt diese Hin- und Herbewegung. Der zweite Modus ist TY. Dort werden die T-Spalte gegen die Y-Spalte aufgetragen. Wenn wir jetzt auf Graph zeichnen klicken, sehen wir, dass sich die Y-Koordinate mit der Zeit kaum verändert und diese kleinen Schwankungen, die sind nur deshalb da, dass wir nicht immer den gleichen Punkt getroffen haben. So, das gleiche kann man dann, ach ne, es gibt ja einen dritten Modus, XY. Dort werden die X-Spalte gegen die Y-Spalte aufgetragen. Also wir sehen die Zeiten nicht mehr. Und wenn wir jetzt einen Graphen zeichnen, haben wir so etwas wie ein Stroboskopbild. Das hat aber den Nachteil, dass wir den Punkten die Zeiten nicht mehr zuordnen können. So, wenn wir das gleiche für Objekt Nummer 2 haben wollen, wählen wir hier in der Schaltfläche Objekt 2 und dann können wir uns den TX-Diagramm zeichnen lassen, Graph zeichnen. So, das bedeutet, wir bewegen uns erstmal nach rechts, dann bleiben wir ungefähr auf der gleichen Stelle von, also in dieser Richtung gesehen. Und dann bewegen wir uns wieder nach links und wieder nach rechts. Dann TY-Modus. Nochmal Graph zeichnen. So, hier waren wir erstmal in einer Höhe und haben wir uns nach rechts bewegt. Dann ist die Stelle, wo wir die Kurve fahren, bewegen uns kurz nach oben und dann bewegen wir uns ungefähr in einer gleichbleibenden Höhe. Wenn man diese Daten besser studieren möchte, besser auswerten möchte, sollte man diese exportieren und am besten in einer Tabellenkalkulation bearbeiten. Und dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder klickt man hier aus Exportieren als CSV-Datei. CSV steht für Comma Separate Values. Und dann werden alle diese
zeilenweise geschrieben und die Zeilen und die Werte werden hier nicht mit Komma, sondern mit Semikolon getrennt. Und damit kann zum Beispiel Excel von Microsoft oder zum Beispiel LibreOffice Calc etwas anfangen und es in die Tabellenkalkulation importieren. Oder wir klicken auf CSV als E-Mail senden. Da bekommen wir im Prinzip die gleichen Daten, nur halt per E-Mail verschickt. Da kann man das markieren, kopieren und in eine Tabelle einfügen. Wie es dann genau funktioniert, dazu werde ich ein weiteres Video drehen.